zeigen wir euch mal 3-in-1 Angebote. Was bedeutet das? Also generell ist es bei uns so, es sind immer Kombi-Kinderwagen. Das heißt, der Kinderwagen besteht aus Gestell mit Babywanne und dem Sportwagenaufsatz. Das ist immer so fest. Und dann suchen viele aber auch so 3-in-1 Angebote. Das bedeutet, dass da auch eine Babyschale drauf passt. Das ist gar kein Problem, passt bei jedem Kinderwagen. Wir haben für euch zusammengestellt aber auch mal 2 3-in-1 Angebote. So, das eine der beiden 3-in-1 Angebote hatten wir schon mal, haben wir jetzt nochmal wieder neu reinbekommen. Hier jetzt mit schönem Ledergriff, höhenverstellbar natürlich, dass das eben für jeden gut passt. Bei der Wanne können wir das natürlich alles schön einstellen. Super easy abzunehmen. Stelle ich jetzt mal zur Seite. Regenverdeckt bleibt wieder dabei. Dann ist ja auch die Frage, wie falte ich ihn? So, ich mache erstmal den Teleskopschieber ganz nach unten und dann lege ich ihn mit weg. Fertig. Hier ist dann nur noch seitlich eine Sicherung beim Aufstellen. Die klappe ich zur Seite und so steht er wieder. Jetzt nehme ich nochmal den Sportwagen. Der geht natürlich in beide Richtungen. Ich mache jetzt einfach mal keinen Guck nach vorne. Auch das klicke ich einfach drauf. Kann das auch wieder einstellen in der Höhe. Ja. Hier ist noch so eine, ich sage, nenne das immer so Schwitzunterlage. Die kann man da so ein bisschen mit reinfriemeln und kann man dann mal ganz leicht waschen, wenn bei dem schönen Wetter das Kind nicht schlecht ist. So. Und die Babyschale, die dazu kommt, ist eine Babyschale nach der neuen Norm, also nach R129. Hat einen 5-Punkt-Gurt, ja, alles von Joey übrigens, passt farblich wirklich 1:1 zusammen, echt schönes Set. Und mit Adaptern passt es auch auf den Kinderwagen. So, alles weitere, wisst ihr, zeigen wir dann gerne vor Ort. Findet ihr übrigens auch bei uns im Shop www.baby-oerichs.shop. Da ist das alles auch zu finden. Gerade ausverkauft für online an sich. Könnt ihr aber hier vor Ort euch noch angucken. Ist also andere 3-in-1 Angebot. Das war ja hier 449 Euro. Das liegt hier bei 459 Euro. Hier ist der Kinderwagen. Echt, finde ich, echt schön. Hat so eine Gondelform. Nehmen wir hier, haben wir einmal die roten Tasten. Genau. Dann nehmen wir einmal das ab. Hier ist eine Wickeltasche übrigens mit dabei. Und auch ein Regenverdeck. So. Und dann, also Getränkehalter nehme ich auch eben ab. Ist übrigens auch mit inklusive. Also richtig schönes Set. Und dann falte ich ihn nur einfach weg. So. Also richtig schön. Flach, passt glaube ich in richtig viele Autos gut rein und aufstellen, so steht er wieder. Und jetzt nehme ich nicht die Wanne, sondern mal den Sportwagenaufsatz. Da ist auch noch mal eine Beindecke dabei, so eine Art leichter Fußsack. Und auch den können wir wieder in jede Richtung drauf tun. Also das war es jetzt schon. Und so haben wir das. Jetzt gerade so ein bisschen in Liegeposition, wenn jemand so ein bisschen schlummern möchte. Großes Verdeck. Hier können wir das so machen, dass man auch ein bisschen reingucken kann. Wenn es kälter ist, machen wir das wieder zu mit Reißverschluss. Und hier verstellen wir die Höhe dann mit einem Knickschieber. Ja. Und dann die Babyschale. Passt farblich auch wieder genau dazu. So, die ist nach der alten Norm. Wenn man sagt, okay, ich möchte eine Babyschale nach der neuen Norm, könnt ihr das hier aber auch upgraden. Dann liegt der Grundpreis hier bei 399 Euro und zum Beispiel kriegt ihr dann für 100 Euro eine Babyschale nach der neuen Norm. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt was vergessen, ist aber nicht weiter schlimm, weil am besten wir zeigen das vor Ort, gemeinsam eben so ein bisschen schieben, falten, genau, freuen wir uns drauf. Bis dahin, tschüss!